Wohin wollte man am Tag nach dem Mauerfall? Welche Jacke trug der Nebenmann auf der Leipzig-Demo vom 9. Oktober 89? Wissen Sie nicht mehr? Macht nichts. Einer findet es ganz sicher heraus. Jan Juro heißt der Leipziger Mentalmagier, der den Leuten Erinnerungen aus dem Gedächtnis zaubert und die Augen vor Staunen ganz groß werden lässt. Wir haben ihn in Leipzig auf der Straße bei solch magischen Momenten beobachtet. Darf ich Sie verzaubern? Das ist lieb, ne? Ich habe keine Zeit. Schade, schade. Er ist der Mentalist von Leipzig, Jan Juro, amtierender Vize-Weltmeister der Mentalmagie. Wirklich. Und auf der Jagd nach Erinnerungen an die friedliche Herbstrevolution vor 30 Jahren. Das Thema ist präsent. Es beschäftigt die Menschen. Warum nicht versuchen, es aus den Köpfen herauszuziehen auf eine magische Art und Weise? Es geht um den 9. Oktober 89. Eine Dame hat angebissen. Darf ich auch fragen, wie alt Sie sind? Ja, aber das kommt ja nicht ins Fernsehen. Okay, gut, okay. Sie machen eine Zeitreise mit Ihrem Geist. Um Sie herum eine riesige Demo. 70.000 Menschen. Die Person, die da neben Ihnen steht, was ist das? Ist das ein Mann, eine Frau, ein Kind? Das war mein Mann. Und der hatte immer so ein kariertes Jackett. Also. Ein kariertes Jackett. Ja. Jan Juro übergibt den Umschlag mit Datum 9. Oktober 89. Darin ein Zeitungsartikel, der alles bestätige, so der Zauberkünstler. Neben mir stand zum Beispiel mein Mann, der wie immer ein Jackett trug. Das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich ein Zauber. Was haben Sie da gemacht? Ja, Sie haben eine Zeitreise gemacht. Tschüss. Gut, tschüss. Alter kommt nicht rein. Bei diesem Herrn geht es um den Mauerfall. Das heißt ja, Sie können verreisen, Sie können in den Westen reisen. Und Sie überlegen sich jetzt, wo Sie hinreisen wollen. Wo würden Sie hinreisen? Welche Stadt? Ich würde sagen nach Berlin. Nach Berlin, nach West-Berlin. West-Berlin. Ich habe einen Zeitungsartikel dabei, in dem Umschlag mit dem Datum. Mein erster Gedanke war, dann fahre ich morgen in den Urlaub. Und zwar, können Sie das lesen? Nach Berlin. Nach West-Berlin. West-Berlin. Ich kann es doch immer kaum glauben. Ich kann es auch nicht glauben. Und Sie haben eine Zeitreise gemacht. Ja, ist das verrückt? Und wie war das Wetter am 7. Oktober 1949, dem Tag der Gründung der DDR vor 70 Jahren? Es scheint die Sonne gerade oder es ist bewölkt? Es ist bewölkt. Es ist komplett bewölkt oder nur so ein paar Wolken? Ja, komplett bewölkt. Es ist stark bewölkt. Stark bewölkt, ohne Regen, starker Wind und Temperaturen um 15 Grad. Wie er das macht? Keine Ahnung, aber Hypnose ist es nicht. Da ich zaubern kann, ist es ja kein Problem. Wer ihm das nicht glaubt, die zauberhafte Nummer zum Jubiläum der Friedlichen Revolution bringt Jan Juro regelmäßig beim Magic Monday in der Leipziger NATO und manchmal auf der Straße.